Wir sind auf einem Berg, wo ich nicht weiss, wie er heisst, in der Nähe von Auerland. Weil der Aud macht das Experiment. Sie erzählt dann wahrscheinlich nachher noch, um was es geht. Wir sind da gestern ein bisschen im Regen da hochgelaufen und haben jetzt heute aber ein schönes Wetter, was recht cool ist. Kannst du schnell für die Menschheit erklären, warum, nein, um was es in dem Experiment geht, das du da machst? ich versuche herauszufinden, was verschiedene so globale Treiber an euch. Ich kann das nicht auf Deutsch erklären. Sag mal, also, die Aude gefunden, sie hat es doof erklärt im Video. Darum probiert sie es jetzt nochmal. Go! Nach 3 Stunden Schlaf. Nach 3 Stunden Schlaf. Super. Und sicher besser. Also, in diesem Experiment probieren wir herauszufinden, wie verschiedene Faktoren, die den Mensch beeinflusst. Also zum Beispiel Klimaerwärmung, Nitrogenverunreinigung und Grasen. Und vor allem auch wie die Kombination von diesen Faktoren, weil die passieren ja alle gleichzeitig. Vegetation und Carbon im Boden beeinflusst. Und viele Leute schauen einfach so einen von diesen Faktoren anschauen, aber wir probieren da wirklich so eine Kombination von diesen Sachen anzuschauen und dann halt eben wie sich das auf die Pflanzen, die dort wachsen, auswirkt, also ob es mehr gibt oder weniger, welche das sterben und welche das vertragen oder neu dazukommen. Und dann eben auch die Lagerung vom Carbon im Boden. Und das Coole oder das, was auch noch so ein bisschen speziell ist bei diesem Experiment, ist, dass wir versuchen herauszufinden, wie Tiere, die grasen, ob die einen positiven Einfluss haben auf Biodiversität und Carbon. Weil Klimaerwärmung und Nitrogen und so, das ist ja oft sehr negativ für die Natur. Aber Graser, die können zum Teil die negativen Einflüsse wie so kompensieren. Ja. Genau. Das probieren wir jetzt finden, weil Graser sind wichtig. Juhu! Und für das gibt es, also ich muss vielleicht schnell erklären, du hast an diesen Standort hast du so 50 auf 50 cm Platz gemacht. Ja, so ein Stück Vegetation. Genau, und jetzt gibt es ein Stück, die nimmt man und versetzt den Standort, durch das kann man Klimaerwärmung simulieren. Dann gibt es ein Stück, die lässt man einfach sein und lässt dort Gras drüber laufen und grasen, wie wenn nichts wäre. Und dann gibt es ein Stück, wo man dann einhakt, dass man eben das Grasen kann verhindern kann. Und dann gibt es andere Stücke, wo man irgendwie schneidet und mehr schneidet und weniger schneidet. Und das gibt dann so verschiedene Daten und anhand von diesen Daten kannst du wie schauen, was sind die Unterschiede von diesen verschiedenen Faktoren. Genau, also man kombiniert all die verschiedenen von diesen 3 Faktoren, alle verschiedenen Kombinationen und dann kannst du sagen, was passiert, wenn du einen Faktor hast oder 2 oder 3. Und für das Experiment haben wir jetzt die Plätze ausgegraben. Das sind 50 auf 50 cm, wo wir transplantieren. Also wir sind jetzt hier im mittleren Standort. Und jetzt hat es 40 so Plätze. Und die gehen rauf. Nein, oben. Oben. Und es hat hier oben nochmal einen Standort. Der ist 400 Meter höher. Mhm. Und die kommen hier hin. Und der Grund ist, warum man die runter transportiert, ist, weil wenn man vom Berg oben runterkommt, dann wird es wärmer. Und wir testen, was passiert, wenn man so einen Platz, Vegetation, wenn man den und Klimaerwärmung passieren. Und anstatt dass man 20 Jahre wartet, tun wir das einfach den Berg transportieren und dann wird es automatisch 2 oder 3 Grad wärmer. Und dann tun wir die Klimaerwärmung simulieren. Aber jetzt, zack, auf eine Sekunde. Und um das zu transportieren, müssen wir glücklicherweise nicht hochlaufen, sondern das Tragen. Einen Helikopter. Und auf den warten wir jetzt gerade. Thank you.
Also der Helikopter hat dort nochmal Säcke gebracht, ist jetzt zugeflogen, Holzmaterial von oben. Und währenddem müssen wir das hier einpacken. Was ist passiert? Sie sind an den falschen Ort geflogen. Ah! Den Berg ablaufen und dann gleich ich noch mal machen mit 40 so Platz. Und dann haben wir es. Aha, ja, wir müssen dann noch 5 Stunden heimfahren. Aber dann haben wir es. Hey! Wir sind jetzt eine Stunde vom Berg runtergelaufen und eigentlich hätte die orangen Säcke dort oben sein müssen. Hätte der Helikopter so müssen abladen. Sie haben es aber zweimal müssen fliegen und die zweite Ladung haben sie da unten abgeladen. Jetzt haben wir da unten so etwa 16 Kisten an 25 bis 30 Kilo, die wir da tragen müssen.